Sprechen darf, dann möchte ich es vielleicht am Beginn so sagen, wenn jeder an sich selber denkt, ist noch lange nicht an alle gedacht. Und deswegen dürfen wir nicht nur an mexikanische Interessen und nicht nur an deutsche Interessen denken, sondern wir müssen an Problemlösungen für die Welt, für Mexiko und Deutschland, für das Miteinander interessiert sein. Ich glaube, in Zukunft wird es darauf ankommen, für das andere, das Fremde, die andere Disziplinen der Wissenschaft, die andere Meinung in der Politik, die andere Sprache, die andere Kultur, große Offenheit zu haben. Denn nur aus der Kooperation, aus der Vernetzung, aus der Einbindung vieler, auch gegenläufiger Meinungen, werden sich Lösungen entwickeln lassen, die großen, großen Herausforderungen unserer Erde. In den Händen der jungen Generation liegt die Zukunft Mexikos und liegt die Zukunft dieser Welt. Und wir werden auf neue Ideen, auf andere Antworten angewiesen sein, um zu wirklichen Lösungen für die drängenden Probleme zu kommen. Mich ehrt die Einladung an die Universität. Er hat auch die Symbolik, dass ich in Ihrem Simon Bolivar Auditorium sprechen darf, eine bessere Symbolik für die Verbindung Europa und Lateinamerika wäre kaum denkbar. Es ist hier eine gute, eine offene Atmosphäre für Toleranz und Pluralität. Und ich freue mich, in ein Land zu kommen, das mit meinem Land Deutschland so freundschaftlich, so nachhaltig, so erfolgreich verbunden ist wie Mexiko. Alexander von Humboldt hat mit seinen Forschungsreisen vor über 200 Jahren den Grundstein gelegt für das besondere Verhältnis Deutschlands zu Lateinamerika und zu Mexiko. Es wurde nicht nur die Natur, die Geografie erforscht, sondern Humboldt beschrieb die politischen, die sozialen und die ökonomischen Verhältnisse. In seinem Werk Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neuspanien machte er aus seiner antikolonialen Einstellung und seiner Abneigung gegen Rassismus und Sklaverei keinen Hehl. Und ganz kurze Zeit später begann hier der Umbruch, begann hier der Weg in die Unabhängigkeit. Dem haben Sie im letzten Jahr mit dem Bicentenario-Feiern gedacht. Das ist, glaube ich, auch über 200 Jahre später immer noch zentral. Die Entwicklung einer Demokratie, eines Rechtsstaates, eines Sozialstaates. Wir sehen in Nordafrika das Drängen junger Leute nach Teilhabe, nach Möglichkeiten, sich einzubringen, nach Teilhabe an Entscheidungen, nach Teilhabe an Wirtschaft und Wohlstand. Den Zusammenhalt einer Gesellschaft, eines Landes dadurch zu sichern, dass alle Menschen in diesem Land eine faire Chance bekommen, eine Perspektive, eine gute Bildung erhalten, mitwirken können am Erfolg unserer Länder.